Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Tutorial. Ich habe einige Anfragen per E-Mail oder auch unter meinen YouTube-Videos bekommen, wo ich gefragt wurde, kannst du nicht einfach mal ein Video machen und zeigen, wie baut ihr die Autos, was für Technik steckt da drin. Darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und bevor ich wirklich jetzt erst im Tutorial anfangen möchte, wollte ich euch erstmal einen groben Überblick geben, was gibt es für Technik am Markt und was wird verwendet. Und im Anschluss daran würde ich dann einfach mal eine Zweiachszugmaschine umbauen und zeigen, wie es funktioniert. Denn der Umbau ist nicht ganz ohne. Bei manchen Fahrzeugen dauert dieses mehr als 20 Stunden. Zum Beispiel bei der Zugmaschine habe ich alleine nur für die Lichtfunktionen mehr als 20 Stunden benötigt. Darauf gehe ich dann aber später dann nochmal ein. So, ja, fangen wir mit den Antrieben an. Fangen wir mal mit dem einfachsten Antrieb an. Das sind bei uns die Rentracks. Die werden angetrieben mit kleinen 6 bzw. 7 mm Motoren. Dort ist eine Schnecke drauf und die geht dann auf ein 19er Ritzel. In dem Fall hier ist sogar noch ein aus Neusilber geätztes Gehäuse drumherum. Das schützt vor Schmutz und hat den Vorteil, dass der Abstand zwischen Ritzel und Schnecke schon vorgegeben ist. Und dadurch hat der Motor den geringsten Widerstand, weil einfach die Zähne perfekt ineinander greifen. Als nächstes nehme ich mal ein Fertiggetriebe, das ist von 1:87 Modellbau. Das Getriebe gibt es in zwei Variationen, einmal als liegende Version, einmal als stehende Version. Die liegende Version eignet sich am besten für Zugmaschinen, hier zum Beispiel ist mit eines meiner ersten Modelle. Wurde unten der Rahmen ausgefräst und dann das Getriebe gleich eingepasst. Das Getriebe gibt es meines Wissens nach fertig aufgebaut und als Bausatz. Der Aufbau des eigenen Getriebes ist meiner Meinung nach nicht wirklich kompliziert, ist eine Anleitung dabei, ein bisschen Loctite dazu und dann sollte das passen. In meinem Scania Cabriolet ist dieses Getriebe ebenfalls verbaut. Möchte man hingegen zwei Achsen antreiben, muss man momentan auf Eigenbauten zurückgreifen. Hier haben wir einen Messingklotz, da drin steckt ein 6 mm Motor mit einem Planetengetriebe, mit einem 1:5er Übersetzung, das hier ist mal zum Anschauen die 1:25er Übersetzung. Hinten noch, möchte man hingegen zwei Achsen antreiben, muss man auf Eigenbauten zurückgreifen. Hier haben wir einen Messingklotz, wo vorne ein 6 mm Motor mit einem Planetengetriebe drin steckt und dahinter jeweils eine Schnecke mit einem 19er Ritze ist. Die Übersetzung ist ideal für die normale Straße. Hier haben wir auch mal so ein Getriebe geöffnet. So sitzt der Motor drin und dann sind hier die zwei Zahnräder mit den Schnecken drin. Vorteil bei diesem Messingklotz ist, der bringt richtig schön Gewicht auf die Straße. Ein kleiner Nachteil ist, die Achsen können nicht wirklich pendeln. Wobei so ein Fahrzeug dann eher für die Straße gedacht ist als fürs Gelände. Ja, auch wir gehen mit der Zeit. Der 3D-Druck hat innegehalten. Hier mal noch die ersten Probedrucke eines Doppelgetriebes. Die Ähnlichkeit zum Messinggetriebe ist, glaube ich, zu erkennen. Das ist der gleiche Aufbau, wurde nur ein bisschen optimiert und angepasst. Da sind momentan noch einige Testläufe zu tätigen. Und mal schauen, wo da die Reise hingeht. So, Thema Eigenbauten. Können wir auch gleich mal diese Antriebskonzept an. Thema Eigenbauten, dann können wir uns auch gleich mal dieses Antriebskonzept anschauen. Ja, 4 Achsen gelenkt, 2 Achsen angetrieben. Hier sehen wir ein Doppelgetriebe. Das besteht auch aus Neusilber. Der Vorteil bei diesem Getriebe ist, die Achsen können auch noch pendeln. Das heißt, wenn man über kleine Bodenwölle fährt, bleiben trotzdem noch genug Räder auf dem Boden und es wird für ausreichend Vortrieb gesorgt. Was hier noch ganz interessant ist, der Motor befindet sich im vorderen Teil des Fahrzeugs und wird mittels eines Kardangelenkes nach hinten zum Doppelgetriebe übertragen, was dann für den benötigten oder gewünschten Vortrieb sorgt. Wenn wir jetzt schon beim Thema Neusilber sind, schauen wir uns auch mal dieses Antriebskonzept an. Das ist ein Bausatz vom Andreas Rackel.
Er bietet Bausätze aus Neusilber an, hat sich also mit dem Thema Neusilber professionell auseinandergesetzt. Hier haben wir einen 6 mm Motor mit einem 25 Übersetzung. Darunter haben wir dann ein 12 auf 30er Ritzel, würde ich sagen, und nochmal eine Schnecke auf einem 15er Ritzel. Das ist die ideale Übersetzung, um Table Truck 3 zu fahren. Also der Truck ist nicht wirklich der schnellste, allerdings kommt er dafür Steigungen hoch, wo andere LKWs schnell mal aufgeben. Die Vorderachse ist gerade quasi beim Service. Da musste ich ein bisschen nachbessern und ich hoffe aber bis zur nächsten Messe ist er dann wieder im Einsatz. Kommen wir jetzt zu den PKWs. Bei meinem Lader habe ich ein Getriebe von mikroantriebe.de verwendet. Das sind kleine Getriebe aus POM mit POM-Zahnrädern, Modul 015, wenn ich mich richtig entsinne. Hier haben wir eine Übersetzung von 1 zu 144, was den Kleinen nicht gerade zum schnellsten macht. Dafür kommt er aber auch mal einen Berg hoch und macht, so finde ich zumindest, auf jeder Messe einen guten Dienst. Kommt immer ein kleiner Anhänger hinten dran, den beladen die Bagger und ist immer eine Augenweide. Das gleiche Getriebe kommt noch in meiner Kehrmaschine zum Einsatz. Wie ihr sehen könnt, kann sie noch nicht kehren, aber ich habe eine Lösung gefunden. Bin guter Dinge, muss noch ein bisschen was optimieren und bei der nächsten Messe wird er dann hoffentlich der Mann da seinen Dienst machen und auf der Baustelle ein bisschen für Sauberkeit sorgen. So, was haben wir jetzt hier? Das ist ein 57er Bel Air. Der ist entstanden nach einem Besuch bei den Nitro Olympics am Hockenheimring. Dort habe ich das Original fahren sehen, habe mir gesagt, sowas brauchst du auch. Hier kommt ein Eigenbau zum Vorschein, ähnlich wie beim Renntrag ist da einfach ein 6 mm Motor drin und hinten eine kleine Schnecke auf, ich glaube ein 15er Ritze Übersetzung drin. Ist komplett Eigenbau, wurde nur der Rahmen aufgefräst und dann entsprechend angepasst und optimiert. Ja, Thema 3D-Druck hatten wir vorhin schon mal. Das hier ist ein Hot Rod, ich mache nachher mal den Deckel drauf. Hier sehen wir sehr schön, wie der Antrieb konzipiert wurde. Wir haben einen 6 mm Motor, 12 auf 35er Übersetzung, sehr leichtläufig. Dann nochmal eine Schnecke mit einem 15er Ritzel. Und das ist, wie gesagt, eine kleine Eigenkonstruktion von mir. Bis jetzt habe ich noch keinen Hot Rod Nebenmaßstab gefunden. Und da habe ich mir vor gut einem Jahr gesagt, Mensch, baust du deinen eigenen? Ja, und da ist er nun. Dann habe ich noch zwei Exoten im Angebot. Zum einen habe ich hier noch, das war mal ein VW-Bus. Da hat die Elektronik leider nicht mehr so ganz mitgespielt. Aber hier sieht man sehr schön, was man mit Neusilber alles machen kann. Das komplette Chassis ist aus Neusilber geätzt. Hier hinten haben wir auch wieder den bekannten 6 mm Motor. 12 auf 19 Übersetzung. Und dann nochmal Schnecke auf 19. Also wie ihr seht, 12, also Schnecke auf 19 Übersetzung oder 12 auf 19 ist so meine Lieblingsübersetzung. Der Vorteil ist, die Zahnräder sind nicht zu klein, man kann die noch relativ gut verarbeiten und es greifen auch genug Zähne bei der Schnecke rein, sodass da auch ein Überhüpfen nicht so schnell möglich ist. Ja, den gibt es momentan nicht mehr, also den muss ich erstmal wieder zusammenflicken. Kann noch ein bisschen dauern, ich habe noch so viele andere Projekte vor. Und dann haben wir hier noch was, das ist eigentlich der ideale Motor für einen Trailtag. Das ist der Nachfolger vom Lemo Klotz. Das ist ein, ich glaube, ein Faulhaber-Motor mit einer, gute Frage, was da für eine Übersetzung drin ist. Kann ich euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall hat der Motor den Vorteil, ich kann hier verschiedene Getriebestufen einbauen und ausbauen und dadurch die Geschwindigkeit der Achse dem Fahrzeug anpassen. Also wenn ich jetzt sage, wirklich, ich möchte jetzt damit einen LKW machen, mit dem ich 3 fahren möchte, dann lasse ich alle Getriebestufen drin. Und für einen Straßen-LKW hingegen sage ich, Mensch, der soll ein bisschen schneller fahren, nehme ich eine Getriebestufe raus. Der Motor ist ganz schön schwer, bringt also gutes Gewicht auf die Hinterachse und lässt sich eigentlich auch sehr leicht in Fahrzeugen verbauen. Ja, und das war es eigentlich auch schon so fast. Ein Literaturtipp habe ich da noch für euch. Und zwar gibt es beim VTH Verlag 3 Bände zum Thema Mikromodellbau. Dort haben die Pioniere, oder was heißt die Pioniere, ein paar Pioniere des Mikromodellbau ihre Projekte dokumentiert. Haben uns bei der Umsetzung über die Schulter geschaut oder schauen lassen, besser gesagt.
Und ich kann euch die Bücher nur empfehlen. Also schaut mal rein. Ja, das war's dann eigentlich schon mit dem ersten Tutorial. Ich freue mich über Kommentare, Kritik, Ideen, Wünsche, was auch immer. Alles rein in die Kommentare, was geht. Und ich melde mich dann umgehend. Also bis dann. Tschüss.